Hallihallo Freunde, heute möchte ich euch nicht nur ein YouTube-Projekt vorstellen, sondern echt eine Herzensangelegenheit, beziehungsweise ein Projekt, was mir mega viel Spaß gemacht hat, allerdings auch mega viel Zeit gefressen hat, um euch mal ein Bild zu machen. Im Mai 2020 habe ich das erste Foto gemacht, wo ich damit angefangen habe. Die Idee entstand schon damals, als ich gearbeitet habe, und zwar Smart Home in einem Van, das heißt einen smarten Van, allerdings auf Bauteilen aufgebaut, die relativ günstig sind, wo man selber Hand anlegen kann, und das ganze System könnt ihr jetzt quasi vor mir liegen sehen. Ich werde euch immer schöne Bilder dazu einblenden, wie das Ganze momentan aussieht, und ich möchte euch jetzt einfach die Story erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und natürlich auch, was dieser smarte Van jetzt alles kann. Fangen wir erstmal bei den grundlegenden Dingen an. Warum überhaupt? Ich glaube, einige von euch werden einfach sagen, was für ein Quatsch, so überflüssig. Aber das Ding ist einfach, dass ich komme aus der Schiene. Ich bin Elektroingenieur im Fachbereich Automation. Da fängt es schon an, dass man natürlich hellhörig wird, wenn man irgendwas automatisieren kann oder irgendwas anzeigen lassen kann oder vielleicht irgendwas vereinfachen kann, was das Ganze angeht. Und das Ganze im Van zu machen, ist natürlich auch wirklich eine Sache, was super, super hilfreich ist, super cool ist, einfach auch Sinn macht, hilfreich ist. Und aus dem Grund habe ich mich der Thematik angenommen und habe da einfach mal ein bisschen was entwickelt, ein bisschen was programmiert, ein bisschen was konstruiert, was ihr jetzt von mir quasi bekommt, beziehungsweise was ihr jetzt hier auf dem Tisch sehen könnt. Ich möchte euch auch so ein bisschen grundlegend erzählen, wie das Ganze überhaupt aufgebaut ist und was das Ganze kann. Das heißt, wir haben einmal die Steuerzentrale. Hier in dem Fall handelt es sich um einen Raspberry Pi, der quasi alle Informationen aufnimmt bzw. auch weitergibt, weil es gibt Sensoren und Aktoren. Das bedeutet, ihr habt zum Beispiel einen Tankgeber, der euch eine Information gibt, wie voll euer Tank ist bzw. wie leer euer Tank ist. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer Waage eure Gasflasche zu wiegen, und somit könnt ihr immer sicher sein, dass ihr sehen könnt, wie voll eure Gasflasche ist, ohne dass ihr sie irgendwo herausnehmen müsst. Das nächste, was mir super, super wichtig war, war eine Sache. Und zwar wollte ich das ganze System so aufbauen, dass nicht ohne Ende Steuerkabel gelegt werden müssen, dass irgendwie überall noch Kabel hingelegt werden müssen. Weil bei uns war es so, oder ist es so, wir haben ein vorhandenes Wohnmobil, da ist alles drin. Ich wollte nicht alles wieder auseinanderreißen, alles neu machen, sondern ich wollte einfach Module nehmen, sie einstecken, fertig. Und das Ganze ist jetzt auch tatsächlich so aufgebaut. Folgendermaßen ist es. Ihr habt jetzt zum Beispiel ein Modul, das ist dieses hier. Da könnt ihr jetzt einen Tankgeber anschließen, so wie den, der hier auf dem Tisch liegt. Dann schließt ihr 12 Volt an, fertig. Mehr nicht. Das heißt, ihr braucht eine 12-Volt-Leitung zu dem Modul und ihr müsst in dem Fall zum Beispiel euren Tankgeber anschließen. All diese Module, die hier auf dem Tisch steht, laufen über 12 Volt. Das heißt, ihr müsst lediglich eine 12-Volt-Versorgung in irgendeiner Form dorthin bringen. Heißt zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt einen Bewegungsmelder installieren wollt und ihr habt im Bad oder wo auch immer ihr den Bewegungsmelder haben wollt, sowieso schon 12 Volt in irgendeiner Form, vielleicht von einer Lampe oder ähnliches, könnt ihr ganz einfach die 12 Volt abzwacken, könnt damit sozusagen diesen Bewegungsmelder betreiben. Ihr müsst nichts mehr weitermachen, es verbindet sich alles vollkommen automatisch mit dem Raspberry Pi, mit der Steuereinheit. Darüber läuft wirklich alles, darüber wird euch alles angezeigt. Und jetzt kommen wir explizit mal dazu, was können wir denn jetzt genau steuern oder sehen oder machen. Ich habe es schon angedeutet, eine Waage haben wir hier zum Beispiel für die Gasflasche. Dann haben wir die Möglichkeit, Tankgeber anzuschließen, habe ich ebenfalls schon angesprochen. Einmal für das Frischwasser natürlich und auch für das Abwasser könnt ihr so einen Tankgeber verbauen. Das sind ganz normale 0 bis 190 Ohm Tankgeber, die kriegt ihr wirklich überall, bei eBay, Amazon, wo auch immer. Könnt ihr euch so ein Teil bestellen, könnt das dann quasi an das Modul anschließen. Als nächstes, auch schon kurz angesprochen, ein Bewegungsmelder, bei uns zum Beispiel im Bad verbaut, einfach aus dem Grund, wir gehen ins Bad. Das Licht geht an, wunderbar. Wir müssen uns nicht mehr drum kümmern. Sobald wir uns nicht mehr bewegen oder sobald keine Bewegung mehr da ist, geht das Licht aus.
Als nächstes habe ich mir überlegt, ja, irgendwie so ein paar Verbraucherschalten wäre ja auch ganz interessant. Das heißt, ich habe hier ein Vierfachrelais, über das könnt ihr 12 Volt Verbraucher wie auch 230 Volt Verbraucher schalten. Ebenfalls nur 12 Volt anschließen. Alles Restliche erledigt sich über Funk, das heißt, ihr braucht keine Steuerleitung. Natürlich die Leitung von den Verbrauchern müsst ihr natürlich hinlegen. In diesem Fall, dafür habe ich aber auch noch eine weitere Lösung. Die zeige ich euch gleich. Um das Ganze noch mal ein bisschen genauer darzustellen, in dem Gehäuse hier steckt quasi so eine Platine, die wird angesteuert und schaltet die vier Relais dementsprechend so, wie ihr es braucht. Da ich jetzt schon das Gehäuse angesprochen habe, auch da möchte ich sagen, die habe ich komplett selber konstruiert, alle selber konstruiert, alle im 3D-Drucker oder vom 3D-Drucker drucken lassen. Bin ich auch sehr stolz drauf, auch das erste Mal damit Erfahrung gemacht und das Ganze sieht dann dementsprechend optisch natürlich schön aus. Ihr habt überall eure Laschen dran, womit ihr die Module quasi befestigen könnt, sei es unter einer Bank oder irgendwo an einem Holzstück. Kommen wir zum letzten Punkt, Lichtsteuerung. Einmal könnt ihr das natürlich über die Relaissteuerung machen, dann könnt ihr quasi das Licht nur an- und ausschalten. Das war's. Eine weitere Methode habe ich noch entdeckt, und zwar sind das diese kleinen weißen Module hier. Darüber lassen sich die Lampen nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch dimmen, zumindest wenn eure Lampen das können. Das ist natürlich die Voraussetzung, aber die meisten LEDs auf dem Markt lassen sich mittlerweile dimmen. Das heißt, mit diesem Modul lässt sich der Verbraucher auch dimmen. Hier auch wieder darauf gesetzt, keine extra Leitung legen, kein gar nichts. Ihr müsst nur die 12 Volt Leitung direkt vor eurem Verbraucher durchschneiden, dieses Modul dazwischen klemmen. Fertig. Mehr nicht. Alles wird sich automatisch mit dem Raspberry Pi verbinden und ihr könnt es sauber steuern. Somit habe ich euch quasi alle Sensoren und Aktoren einmal vorgestellt, die momentan im momentanigen Stand in dem System eingebunden sind. Das Ganze wird natürlich immer weiterentwickelt. Das heißt, ich hoffe, dass ich mir irgendwie noch weiterhin die Zeit nehmen kann, das Ganze weiterzuentwickeln. Auf der Reise hatte ich natürlich sehr, sehr viel Zeit. Also das heißt, wir waren auf einer Europareise, wo ich 9 Monate Zeit hatte, das Ganze zu bearbeiten. Dann, als wir nach Hause gekommen sind, habe ich diese ganzen 3D-Geschichten konstruiert und gedruckt, damit da auch vernünftige Gehäuse drum sind. Natürlich sind die Module, die hier jetzt drin sind, auch keine fertigen Sachen, sondern da musste ich auch noch ein bisschen Lötarbeit leisten und so weiter und so fort. Das heißt, das alles ist auch nicht fertig, sondern habe ich auch selber entwickelt, wenn man es so sagen möchte. Ja? Zum Abschluss für alle natürlich interessant, ja, und wie steuere ich das Ganze jetzt? Wo sehe ich das? Ich habe ja jetzt gar kein Bedienpanel. Wir hier jetzt haben zum Beispiel ein Touchscreen direkt an den Raspberry Pi angeschlossen. Das heißt, wir können einfach direkt über das Touchpanel unsere Verbraucher schalten und auch alle Informationen von der Gaswaage oder von dem Tankgeber einsehen. Somit ist das überhaupt kein Problem. Aber nicht nur das, falls ihr zum Beispiel kein Touchscreen verbauen wollt oder ihr habt keinen Platz oder ihr findet das unschön, ist das auch überhaupt kein Problem. All diese Informationen sind auch per Handy abrufbar. Das heißt, ihr geht in euren Browser und dort ruft ihr ein Webinterface auf. Das Ganze sieht dann genauso aus wie auf dem Touchscreen und darüber könnt ihr dann wiederum alles bedienen, alles einsehen, wie ihr es wollt. Um euch das Ganze nochmal näher zu bringen, auf dem Touchpanel, den wir verbaut haben in dem Fall, möchte ich euch das Ganze nochmal hier zeigen. Optional möglich natürlich auch einen Floorplan zu erstellen. Das heißt, euer Fahrzeug ist im Umriss zu erkennen, beziehungsweise als Grundriss zu erkennen, wie bei uns jetzt zum Beispiel. Hier haben wir unser Deckenlicht, das können wir einschalten. Hier im Schlafzimmer das Licht, dann hier im Wohnzimmer, in dem Bad oder zum Beispiel auch hier die Küche. Im rechten Teil sieht man hier bei uns jetzt zum Beispiel noch den Gasstand. Und rechts oben ist dann das Frischwasser zu erkennen, bei uns noch 45% zu sehen. Und hier unten der kleine Knopf, der ist jetzt bei uns zum Beispiel der für die Standheizung. Bei euch würde das Ganze eher so aussehen, und zwar das ist die Standardübersicht über das Ganze. Momentan jetzt das, was maximal möglich ist. Ich habe jetzt 5 Verbraucher, also 5 Lichter, die ihr dimmen könnt. 4 Relais quasi, über die ihr Verbraucher schalten könnt.
und dementsprechend die Standheizung, die bei uns noch extra geschaltet ist. Hier im oberen Bereich dann eben der Gasstand, der Wasserstand, der Frischwasserstand. Wir haben in dem Fall kein Abwasser, aber auch möglich, also keine Frage. Und jetzt könnt ihr über das Webinterface, übers Handy, weil es hier über den Touchscreen keine Tastatur gibt, gibt es die Möglichkeit, dementsprechend eure Lichter zu beschriften. Das heißt, ihr könnt hier reingehen in die Textleiste, schreibt einfach rein das, was ihr gerne haben möchtet. Und dann wisst ihr auch genau, wofür das Licht oder beziehungsweise wofür der Schalter dann tätig ist. Um das Ganze jetzt mal im direkten Vergleich zu sehen, hier der Touchscreen, hier auf meinem Handy, wie gesagt, auf jedem iPad, auf jedem normalen Tablet auch zu öffnen, gar kein Problem, Webinterface über den Internet Explorer zu öffnen und genau das Gleiche zu sehen wie auch hier. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Relais schaltet, schaltet das nicht nur auf dem Touchscreen, sondern das schaltet natürlich dann auch hier auf eurem Handy. Um euch das ganz kurz nochmal zu präsentieren, wie das bei euch dann aussehen würde, dann würde das auf dem Handy bei euch so aussehen. Ihr könnt hier in die Schriftleiste reingehen, könnt hier reinschreiben, Test, was auch immer ihr braucht und somit hättet ihr dann quasi euer Licht schon beschriftet. Natürlich braucht ihr auch gar kein Handy zu nutzen oder den Touchscreen, sondern ihr könnt euch natürlich auch ein Tablet hinstellen oder vielleicht euch sogar ein Tablet verbauen, wenn ihr da Lust zu habt oder vielleicht habt ihr sogar noch eins liegen. Verbaut das irgendwo oder stellt das irgendwo hin und lasst quasi das Webinterface immer offen. Richtig, richtig coole Lösung, wie ich finde. Ich finde es richtig cool, eine Steuerzentrale zu haben, wo man eben alles bedienen kann, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit hat, wenn man im Bett ist oder egal, wo man gerade im Auto ist oder auch sogar von draußen zu sagen, ich schalte das Licht jetzt an und aus oder wie auch immer. Apropos von außen schalten, ein kleineres weiteres Modul habe ich noch entwickelt bzw. mit im Portfolio und zwar ist das ein einfaches Relais und zwar genauso wie in dieser Art, nur dass nur ein einziges Relais drauf ist. Warum habe ich das? Weil wir haben da unsere Standheizung angeschlossen. Man kann die Autotherm 2D über ein Relais steuern und das Ganze lässt sich bei uns jetzt dementsprechend über das Relais lösen. Auch das ist in der Steuerung integriert. Und jetzt kommt noch eine kleine Besonderheit für die Apple-User unter euch. Warum jetzt Apple? Na einfach, weil wir selber Apple nutzen und iPhones besitzen und ich auf der Reise dementsprechend nur damit testen konnte und entwickeln konnte. Und zwar ist es so, es gibt tatsächlich sogar die Möglichkeit über die HomeKit-App, das ist ja die Smart-Home-App über das iPhone, dann dementsprechend diese Verbraucher ebenfalls zu steuern und die Befehle rauszugeben, was ich auch sehr cool finde. In dem Zusammenhang könnt ihr nämlich jeden HomeKit-Verbraucher auch mit Siri steuern. Das heißt, ihr könnt sogar, wenn ihr die Hände voll habt oder wie auch immer und euer Handy liegt irgendwo rum, könnt ihr Siri sagen, wie das Licht gerade auszusehen haben soll, welches Licht angehen soll. Und das finde ich einfach geile Integration, geile Sache. Und ich stehe einfach auf sowas. Und das selber zu entwickeln und das selber zu programmieren, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Hey Siri, Küche auf 50%. Okay, ich habe Küche auf 50% gestellt. Hey Siri, alle Lichter auf 0%. Erledigt. Und ich hoffe, dass es unter euch so einige Leute gibt, die da Bock drauf haben. Denn jetzt habe ich noch eine Sache für euch. Wer Interesse an solch einem System hat, der kann mir gerne mal per PN oder wie auch immer bei Instagram schreiben, könnt mir gerne per E-Mail schreiben. Ich werde euch alles in die Videobeschreibung packen. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn einige von euch Interesse haben, dieses System ja, zu testen, mehr oder weniger. Wir haben das Ganze jetzt ungefähr 6 Monate auf der Reise getestet. Ich möchte auch ganz offen und ehrlich zu euch sein, ich kann euch das Ganze nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Das funktioniert einfach nicht. Allein die Materialkosten sind einfach da, die man hat. Aber ich möchte vor allem den ersten Leuten die Chance bieten, einfach das System günstiger zu bekommen, zu einem günstigeren Einkaufspreis zu bekommen. Und vielleicht wollt ihr für mich auch Tester sein, beziehungsweise einfach die Leute sein, die das Ganze hier irgendwie in den Markt bringen oder wie man das auch gerne sagen möchte. Ich rede jetzt hier wirklich so ganz frei Schnauze, weil das ist ein Herzensprojekt, was ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es hat unheimlich viel Zeit gekostet, es hat so sehr viel Energie gekostet, es waren Sachen dabei,
wo ich schon echt so ein bisschen am Ende stand, wo ich nicht mehr genau weiter wusste. Aber trotzdem habe ich immer weiter gemacht und wie ihr seht, das ganze System steht und es funktioniert vor allem. Also wir testen das Ganze jetzt schon eine ganze Weile und ich bin wirklich, ja, wirklich stolz darauf, dass das Ganze funktioniert. Um euch ganz kurz nochmal zu zeigen, dass das natürlich auf jedem handelsüblichen Tablet auch funktioniert. Hier habe ich mir einfach so eine Desktop-Verknüpfung gemacht, dass ich da direkt auf meine Visualisierung drauf komme. Das heißt, dann habe ich natürlich direkt auch alles angezeigt. Ich möchte euch ganz kurz nochmal zeigen, dass ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe. Und zwar hier im Setup-Menü könnt ihr selber euch dann auch noch gewisse Dinge einstellen. Das heißt, hier jetzt zum Beispiel ganz wichtig wäre in dem Fall die Gasflaschenfüllung, weil es gibt ja Gasflaschen, die 5 Kilo, 11 Kilo, 3 Kilo haben und das ist natürlich auch wichtig hier zu beachten. Das heißt, hier zum Beispiel ist jetzt die Gasflaschenfüllung noch komplett verkehrt eingestellt. Wir haben eine 5 Kilo Flasche. Das Ganze stellen wir natürlich dementsprechend auch so ein. Der Rest stimmt in meinem Fall schon. Und zwar ist die Gasflasche, hat einen Tara von 6,8. Da müsst ihr immer auf eure Flasche schauen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich gemerkt habe, wir haben zwei 5-Kilo-Flaschen und beide Flaschen haben ein unterschiedliches Tara. Das heißt, die eine hat 6,8 und ich glaube, die andere hat 5,7 Kilo Tara. Das heißt, das könnt ihr hier dementsprechend auch einstellen. Ist einfach wichtig für die Berechnung, für den Balken, den ihr hier sehen könnt, damit ihr auch sehen könnt, wann eure Flasche denn wirklich leer ist. Damit wirklich auch nur der Füllinhalt von eurer Flasche angezeigt wird. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Balken mit hingemacht, Gasflasche Zubehör, auch in Kilogramm. Was ist das jetzt genau? Zum Beispiel habt ihr den Druckminder da noch drauf oder ihr habt zum Beispiel einen Zurgurt noch mit drumherum oder so. Den müsst ihr natürlich dann auch mit wiegen. Das heißt, ihr könnt den vorher einmal abwiegen. Wenn ihr die ganzen Werte auf 0 stellt, dann habt ihr die Waage auf 0 Kilo gestellt, könnt einmal euer Zubehör mit dieser Waage direkt wiegen und dann könnt ihr dementsprechend das Glasflaschenzubehör direkt hier abrechnen. Das heißt, das wird dann auch von eurer Kiloanzeige hier abgerechnet. Ist ganz cool, weil dann habt ihr auch wirklich den Inhalt von eurer Gasflasche und nicht noch irgendwie was, was da drumherum irgendwie da drauf liegt. Als nächstes haben wir im Setup jetzt noch bei dem Bewegungsmelder ist ein Lichtstärkesensor mit drin. Das heißt, der schaltet auch erst ab einer gewissen Lichtstärke. Das könnt ihr euch dann hier selber einstellen, damit ich da gar nicht irgendwas vorgebe, sondern das könnt ihr euch dann selber einstellen, ab welcher Lichtstärke, also ab wann es euch zu dunkel ist, auf den Pott zu gehen zum Beispiel, so wie bei uns jetzt. Als nächstes die letzte Einstellung ist hier jetzt für die Apple-User. Das ist die HomeKit-Einstellung. Da müsst ihr nämlich einmal die Homebridge resetten, damit ihr einfach mit eurem Handy euch wieder frisch verbinden könnt. Beziehungsweise das muss einfach einmal gemacht werden, wenn ihr zum Beispiel ein Handy wechselt oder ähnliches. Dann müsst ihr das einmal machen. Aber zu den genauen Informationen kommen wir dann in einem weiteren Video, falls ihr denn Interesse habt. Jetzt zum Abschluss. Wer von euch vielleicht noch Ideen zu dem ganzen System hat oder vielleicht irgendwie Wünsche zu dem ganzen System hat oder wie auch immer, der schreibt mir bitte einfach, schreibt gerne unten in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir irgendwo. Kontaktiert mich bitte, ich will das Ganze echt weiterverfolgen. Ich möchte, dass ihr da Spaß dran habt, dass ich da Spaß dran habe und dass mehr Leute die Möglichkeit haben, ihren Van smart zu machen und das Ganze auf einer ganz anderen Ebene. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles mitgeteilt, was ich euch sagen wollte. Falls ich etwas vergessen habe, werde ich es vielleicht noch in die Kommentare schreiben oder vielleicht kommen ja auch Fragen bei euch auf. Und ich freue mich tierisch auf euer Feedback, gerade bei diesem Video. Auch wenn es nicht so ein High-Quality-Video war, wie es sonst so kommt, aber ich wollte das Ganze einfach realistisch darstellen. Ich wollte euch einfach zeigen, dass das wirklich ein Projekt ist, was mir am Herzen liegt und ja, vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Schreibt mir einfach. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt kann ich einfach nur noch sagen, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich hoffe, dass einige von euch Bock auf das System haben und dass wir uns vielleicht, wenn es wieder möglich ist, treffen und unsere Systeme mal nebeneinander abspielen lassen oder wie auch immer. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal.